Tag, meine lieben Zuseher. Wir berichten heute von der Firma Vossen in Jennersdorf, welche international sehr bekannt ist mit ihren hochwertigen Frotté-Produkten wie zum Beispiel Handtücher, Bademänteln und Badeteppiche. Unter anderem kommt auch heute Landeshauptmann Tosco Zil zur Besichtigung des Betriebes und wird auch den Startschuss zum Verkauf von Handtüchern betreffend des Jubiläums 100 Jahre Burgenland geben. Kurz zur Geschichte des Betriebes. 1925 gründete Burkhard Vossen diesen Betrieb und es kam ihm die Idee, den hochwertigen Textilstoff Frotté auch für den kleinen Mann zugänglich zu machen. Damit legte er den erfolgreichen Grundstein des Betriebes. Die Firma Vossen exportiert Handtücher, Bademäntel und Badeteppiche inzwischen in 46 Länder international. Zurzeit beschäftigt diese Firma auch 167 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit 2004 gehört das Unternehmen Vossen zu 100% zur Linz Textil AG. Mehr Informationen zu diesem Betrieb finden Sie unter www.vossen.com. Ganz, ganz herzlich bei uns begrüßen. Es ist uns immer, uns, unseren Mitarbeitern, eine große Ehre, Sie bei uns im Hause begrüßen zu dürfen. Und das war so schön, Ihr Pressesprecher hat gesagt, er war schon beim Landeshauptmann Stix Pressesprecher. Und das möchte ich mal allen sagen, der Landeshauptmann Stix, der ist eigentlich der Geburtshelfer von Vossen. Er hat damals mit der Linz Textil eben den Deal gemacht, dass wir in gute Hände gekommen sind. Und dass Vossen wirklich diese Entwicklung machen können. Sie sehen also, die Politik macht schon sehr viel für das Burgenland, auch für Sie. Ja. Um was geht es? Wir haben es Ihnen geschrieben. Ich denke, im Augenblick kann man sich ja davon gar nicht frei machen. Es ist ja toll. Im ganzen Land verteilt gibt es Aktionen, Events zum Thema 100 Jahre Burgenland. Und bei uns war das so, ich habe eigentlich regelmäßig mit meinen Mitarbeitern so ein Treffen, wo ich einfach mal frage, was geht. Läuft in der Abteilung und eine Mitarbeiterin gehabt und sagt, es gibt so tolle Events und Veranstaltungen zu 100 Jahre Burgenland, warum gibt es denn eigentlich kein Vossentuch? Gut, Antwort hatte ich jetzt gerade keine. Dann habe ich gesagt, ja gut, gute Idee, mach doch mal einen Vorschlag. Die Damen sind wirklich ratzfatz, haben gute Vorschläge gemacht, haben uns auch schon sehr gut gefallen. Und dann haben wir gedacht, ja, so ein Tuch, jetzt bräuchten wir halt noch jemanden, der vielleicht uns da ein bisschen unterstützt, ein bisschen mit anschiebt. Und wir haben ja jemanden ganz oben in der Landesregierung, der bis jetzt immer, wenn wir Wünsche hatten, immer ein offenes Ohr für uns hatten. Ich habe ihm einen Brief geschrieben, ein kleines Paket gemacht und nach Eisenstadt geschickt. Und zu unserer Freude haben wir relativ schnell eine sehr positive Antwort bekommen. Ja, Landeshauptmann, wir würden Sie mal fragen, wie ist es denn? Ihnen wird es ja nicht an Post, an Fragen und solchen Dingen mangeln. Was waren denn Ihre Gedanken, als Sie von Vossen Post bekommen haben mit einem Prototypen? Ja, zunächst einmal einen schönen Vormittag. Dankeschön, dass diese Veranstaltung und auch diese Pressekonferenz in dieser Form stattfinden kann. In erster Linie, das muss ich einmal an dieser Stelle sagen, weil das geht vielerorts unter und ich glaube, da wird es Vossen genauso oder den Verantwortlichen bei Vossen genauso gehen wie bei mir. Bin ich, wenn solche Briefe kommen, bin ich froh, dass ich gute Mitarbeiter habe. Sonst würde ich höchstwahrscheinlich die Flut an den Briefen und an den Wünschen, an den Vorstellungen, an den Fördervorschlägen, da gibt es das verschiedenste Spektrum, nicht bewältigen können. Aber, und das ist, glaube ich, speziell bei 100 Jahren, wenn man diesen Bogen spannt, wie er schon gespannt worden ist, beginnt mit diesem 25. Jänner und wenn man dann nur einen kurzen Blick zurückwirft, ganz kurz, war die Geburtsstunde und die Geburtsentwicklung des Burgenlandes ein sehr, sehr langer Prozess. Das war zwar die gesetzliche
oder der gesetzliche Bezugspunkt. Aber in Wirklichkeit, wenn man sich vorstellt, dass beispielsweise in Scharndorf im Südburgenland 1923 erst durch eine Volksabstimmung die Entscheidung gefallen ist, beim Burgenland zu bleiben oder zum Burgenland zu kommen, da sieht man schon auf der einen Seite, welch schwieriger und langwieriger Prozess das war und wie auch damals die Situation war. Das hat sich über die Jahre hindurch sicherlich in dieser Zwischenkriegszeit und danach nicht geändert, aber in der Zweiten Republik, glaube ich, haben wir die Chance im Burgenland genutzt. Wir haben uns toll entwickelt, auch dieser Standort in Jennersdorf hat seine Entwicklungsschritte genommen. Es ist schon der Bezug genommen worden auf unseren legendären Landeshauptmann Karl Stix, der trotzdem von Norden kommend, wir haben diese Nord-Süd-Diskussion natürlich auch Gott sei Dank erkannt hat, dass auch der Süden von diesem wirtschaftlichen Aufschwung profitieren muss. Und dort stehen wir heute auch in Wirklichkeit. Ja, ich bin sehr froh, dass beispielsweise nicht nur dieses Unternehmen floriert, dass er ein verlässlicher Partner in der Wirtschaft ist, auf der einen Seite natürlich auch Arbeitsplätze generiert. Und das ist ja das Wichtigste für die Region, dass man hier in dieser schönen Umgebung wohnen kann und dass man auch vor Ort arbeiten kann. Und da bin ich sehr froh, dass es auch gelungen ist. Und das ist auch eine Eigenheit und eine Spezifikation vom Bezirk. Beispielsweise jetzt durch die Entstehung der 7 alle Gemeinden des Bezirkes mit ins Boot zu bekommen und einen gemeinsamen Wirtschaftspark zu gründen. Das hat es in dieser Art und Weise oder gibt es in dieser Art und Weise in keinem anderen Bezirk des Burgenlandes. Das ist auch ein bisschen eine Eigenheit, wo vielleicht, wenn man so ein bisschen charmant sagt, die Uhren Gott sei Dank ein bisschen noch anders gehen, ein bisschen ruhiger, das Leben wahrgenommen wird. Man hat andere oder viele Vorteile in den Gemeinschaften. Die Gemeinschaft funktioniert noch ein bisschen intensiver und das signalisiert und symbolisiert auch dieses Verständnis, dieses Gegenseitige und das Zusammenrücken. Und wenn wir heute 100 und heuer 100 Jahre feiern, dann ist es natürlich Gott sei Dank jetzt so, dass wir die Hauptfeierlichkeiten im zweiten Halbjahr platziert haben. Gott sei Dank hat sich Corona so entwickelt, dass wir auch wirklich 100 Jahre Burgenland feiern können. Dieses erste Halbjahr war ja in Wirklichkeit sehr defensiv und man hatte dieses Jubiläum noch nicht so richtig gespürt. Und wir sind auch froh, natürlich werden große Festlichkeiten organisiert, aber wir sind froh, dass wir dieses Thema in die Breite bekommen, dass wir dieses Thema in die Schulen bekommen und dass es solche Betriebe und Mitarbeiter vor allem hier gibt, die sich diesem Thema widmen und so ein tolles Handtuch, Badetuch kreieren, mit dem auch wir in weiterer Folge uns zeigen können, dass wir auch zu den verschiedensten Themen verwenden können und damit in Wirklichkeit ein kleiner Botschafter, aber ein wichtiger Botschafter des Burgenlandes wird. Und dir auch Dankeschön für diese Initiative. Herr Landeshauptmann, vielen herzlichen Dank für Ihr Statement und danke, dass Sie diesem Rahmen auch diese Aufmerksamkeit schenken. Ich hätte ein paar Folien vorbereitet, dass ich Ihnen ein paar Details zum Produkt erzähle und bitte die Präsentation entsprechend zu starten. Wie schon gesagt, die Idee kam aus dem Haus und das freut mich besonders, dass man sich hier nicht um das Thema, sondern auch stark um das Design und die um das Produkt selber gedanklich gemacht hat. Und wir haben uns für eine Sondergröße entschieden. Es ist ein Strandtuch, es ist ein Badetuch, es ist ein Wellnesshandtuch, also es ist in sehr vielen Bereichen einsetzbar. Gut, die Farben lassen sich leicht auch ableiten, woher sie kommen, und Sie sehen aber auch einen sehr schönen Hochtiefeinwebung mit dem entsprechenden Logo. Sie finden, wenn Sie das Produkt dann in den Händen halten, auch ein Booklet drauf, wo dieser besondere Jubiläumstag einfach noch einmal herausgearbeitet worden ist. Und wir haben uns bemüht, wirklich alle Spezialitäten, die wir im Haus haben, in dieses Produkt zu packen. Es ist die höchste Qualität, die wir anbieten. Es ist 100% medizinisch getestet. Es ist vegan, es ist Ökotex. Also wir wollten hier einfach sehr viel Wert in dieses Tuch machen und hineinpacken. Neben dem Tuch und dem kaufmännischen Aspekt war es uns aber auch wichtig, etwas zurückzugeben. Wir haben uns entschieden, 10% des Erlöses Licht ins Dunkel zu spenden und damit auch wieder einen Teil in die Region zurückzutragen. Und ich denke, das gehört sich auch an solchen Terminen ganz besonders.
Ja, Sie werden sich jetzt sicher alle fragen, wo kann man denn dieses Tuch erwerben? Also einerseits haben wir es natürlich in unseren eigenen Shops im Burgenland, in Jennersdorf und in Warndorf. Wir haben aber auch ein Mailing an alle Gemeinden ausgeschickt für Jubiläen, für die Badeseen, für die Freibäder. Wir sind auch in Verhandlungen mit dem Lebensmitteleinzelhandel im Burgenland, wo es immer wieder so regionale Ecken gibt, wo man dieses Thema spielen kann. Genauso haben wir all unseren Kunden, Vereinen und Firmen im Burgenland dieses Angebot gemacht. Auch unser Verkaufsleiter aus Österreich, Magister Michael Unger, ist heute da. Also wenn Sie nachher Fragen dazu haben, stellt er sicher gerne mit an und zur Seite. Und in Kürze wird es dieses Produkt auch im Vossen Webshop geben. Da kann man weltweit dieses Produkt erwerben. Und ja, dazu kommen wir in Kürze. Es war mir wichtig, auch die Personen noch einmal kurz vor den Vorhang zu holen, die eigentlich die ursprünglichen Initiatoren des Ganzen waren. Es ist die Frau Monika Bock auf der linken Seite auf dem Foto, die Frau Wind und die Frau Pelzmann aus dem Atelier. Sie sind auch heute hier anwesend und werden ja, nachher die Möglichkeit haben, sie kennenzulernen. Und im nächsten Schritt würde ich die Frau Monika Bock, Leiterin der Qualitätssicherung, herausbitten. Und Herrn Landeshauptmann, Sie würde ich bitten, wir haben hier einen Buzzer vorbereitet. Mit diesem Buzzer schalten Sie unseren Webshop aktiv und durch die Betätigung hoffe ich, dass dann die Seite auch online geht und bitte jetzt offiziell dieses zu aktivieren. Gut. 3, 2, 1 und... Super, vielen herzlichen Dank. Jetzt kommt der Moment, vor dem ich einfach am meisten nervös bin. Jetzt bitte ich nämlich die EDV, unsere Website zu starten. Und wie ich sehe, hat es geklappt, Gott sei Dank. Wir sind 100 Jahre alt, steht auf der Startseite. Und das Produkt ist, wenn man jetzt noch einen Tab weitergeht, denke ich, auch entsprechend verfügbar und kann ab jetzt entsprechend bestellt werden. Meine lieben Zuseher, das war der Beitrag von der Firma Vossen in Jennersdorf. Wir danken für Ihr geschätztes Interesse. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.